Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir machen die Challenge, wie gesagt. Waka waka. Und wir haben Anti-Gravity Tears und den Magneten. Ist das der alte Magnet? Nein, das ist der Gegner-Magnet. Okay. Oh Mann, ey. Obwohl, Items zieht er auch an, ne? Genau, schön, okay. Wir haben keine Itemräume, wie es aussieht. Und ich will diese Ebene hier auch eigentlich nicht komplett abklappern. Anti-Gravity-Tears mit dem Magneten dürften eigentlich ganz cool sein, ne? Werden halt in die Tränen eingezogen, die Gegner. Hier ist schon der Boss. Okay, dann machen wir den Boss. Auf der nächsten Ebene können wir dann versuchen, irgendwie den Itemraum zu finden. Aber das will ich halt nicht auf dieser Ebene machen. Denn hier ist Curse of the Lost und Curse of the Lost ist kacke. Zumindest zum jeden Raum suchen. Können wir mal bitte... Ah, danke. Einen von denen besiegt. Schön. Aua. Irgendwas, was unsere Magnet-Tränen... überschreibt, sodass wir keine Magnet-Tränen mehr haben. Das wäre schön. Das wäre schön. Das nehmen wir mit. Denn somit können wir fliegen. Haben ein blaues Herzchen für die nächste Ebene, für den Devil Deal. Und können hier nochmal gucken, ob es hier einen Itemraum gibt. Und wir sind schon beim Boss. What the fuck? Nein, ich wurde getroffen. Ich hab's gesehen. Aber ich dachte mir so, hä? Kommt da gerade eine Träne? Warte. Hä? Und ja, es kam eine Träne. Komm schon. Danke. Oh, komm. Danke, okay. Wir haben Schlüssel. Little Horn, den kriegen wir hin. Oder auch vielleicht nicht, ohne getroffen zu werden. Ich habe keine Ahnung. Komm schon, töte dich mit deinen eigenen Bomben. Mann. Ich habe ihn nicht getroffen, weil er sich zurückgebeamt hat. Also, weil er zurückgegangen ist. So ein Orbital wäre auch ganz geil. Dann kann ich in den Nahkampf gehen. Das ist definitiv der vom Vorteil. Und mit diesen Tränen... Okay. Okay. Ach komm schon, dein Ernst. Oh Gott. Dass ich hier noch nicht getroffen wurde, ist ein bisschen krass. Wundert mich. So ein bisschen. Oh Gott. Okay, wir haben ihn. Mom's Pearl, Range und Luck Up, okay. Was haben wir hier? Gimpy. So ein besseres Devil Deal Item wäre schon ganz schön gewesen, muss ich sagen. Mann! Okay, wir klappen in die Ebene noch ab, in der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Itemraum ist. Haben wir eine Bombe? Was macht das Item nochmal? Ich habe keine Ahnung, was das Trinket macht. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Oh Gott, ey. Was ist das denn für ein Item? Ah! Für eine Challenge. Ich hab die nicht so scheiße in Erinnerung. Nicht so scheiße. What the fuck? Die Ebene ist ganz schön groß. Okay. Ich werde die ganze Zeit getroffen. Denn diese Challenge ist... Oh Gott, wir haben auch kein Tears und nichts. Oh, ich hasse diesen Magneten. Ich nehme den nie gerne mit. Denn dieser Magnet ist so kacke. Ich kann mit diesen Tränen nicht spielen. Das ist unglaublich. Geld, wow. Ich glaube, wir müssen die Challenge 5-mal machen. Okay. Blaues Herzchen, zack, wir brauchen Schlüssel. Wow. Okay. Komm schon. Okay, Schlüssel, nice. Ab in den Shop. Gucken, ob hier noch eine Münze drin ist. Eine Münze fehlt uns nämlich noch. Puh. Wir müssen nur bis Moms Fuß, das ist okay. Da ist noch ein blaues Herz in eine Münze. Ich will das Item, was ist es? Spider-Mod. Wenn wir ein Item aufheben, im Shop, wie es aussieht, dann passiert irgendwas, dann kommen die anderen Items einfach so raus? Oder, hä? Das macht unser Trinket?
Verwirrend. Dein Ernst. Was macht das Item nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Einmal so bitte, zack. Bounce Back. Ach stimmt, Knockback, ne? Ich nehme, glaube ich, den Knockback mit. Knockback ist bei diesen Tränen, glaube ich, ein bisschen vom Vorteil. Ich glaube schon, ich glaube schon. Okay. Das will ich machen, aber ich habe keine Schlüssel. Okay, okay, Spinnen, I. Fliegen. Full Health und das setze ich mal hier ein. Es down. Dein Ernst? Immerhin sehen wir jetzt, wie viel Leben die Gegner haben. Durch die Spider-Mod. Ein schönes Item. Spider-Mod ist ein super Item. Nehme ich immer wieder gerne mit. Kommt rein hier, genau, kommt rein hier. Kommt in die Tränen. So muss ich vielleicht kämpfen. Einfach nur, dass die Gegner dann immer in die Tränen selber, also von alleine reinfliegen, so. Oh Gott... Okay. Wir haben keinen Schlüssel. Ich brauche Schlüssel. Eindeutig brauche ich Schlüssel. Das wäre sehr schön, Schlüssel zu bekommen. Aber wie es aussieht, haben wir hier kaum noch Räume, die uns Möglichkeit auf Schlüssel geben. Was ist das denn für ein Raum? Okay, das hat uns nichts gebracht. Jo, Alter. Komm schon, danke. Alter, was ist das für ein Raum? Okay. Okay. Ich hab kein blaues Herzchen mehr. Diese fette Fliegen, Alter. Oh Gott. Alter Vater. Ich glaube, hier ist der Geheimraum. Nicht? What? Dann ist er hier, oder? Komm schon. Ja. Wow. Wow. Ich bin begeistert. Ein Schlüssel, schön. Oh Gott. Aber die sind jetzt nicht so schlimm. Die können wir gut besiegen. Hier unten sind nochmal die gleichen. Okay. Okay. Noch ein Schlüssel, schön. Ich baue eine Bombe. Scheiße. Eine Batterie, okay. Oh Gott, diesen Raum, Alter. Ich kann diesen Raum, glaube ich, definitiv nicht ab. Tränen sind schön. Schön. Fast nicht. Oh Gott, Alter. Ich muss mich richtig konzentrieren, Alter. Oh, lol. Wo kam der denn her? Komm, flieg in die Tränen, danke. Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Habt ihr echt diese ganzen Kackdinger hier gespawnt? Komm schon! Wir haben kein Damage, Leute. Wir haben kein Damage. Einfach null. Okay, wir haben eine Pille. Pretty Fly, das ist schon mal etwas Gutes. Das ist schon mal richtig nett. Das ist nett. Wir brauchen immer noch eine Bombe. Okay, den haben wir. Komm, mach dein Dings auf. Danke. Oh. Puh. Okay. So, gehen wir mit dem Schlüssel jetzt auch in den Shop? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir öffnen jetzt Truhen. In der Hoffnung, dass da ein Cricket's Head drin ist. Schlüssel. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Dinger hier. Machen kein Damage. What? Alter. Wir haben gerade die ganze Zeit kein Damage gemacht, oder? Kann das sein? Weg. Geh weg. Was haben wir hier? Geld. Sehr viel Geld. Das ist nett. Geld ist schön. Ich habe ein... oh Gott. Kleines Problemchen hier. Oh Gott. Ich bin gerade am überlegen, setze ich jetzt die Bombe oder den Schlüssel... Nein, ich kann mich in den Geheimraum, in den Dings-Itemraum reinsprengen. Ich meine, Shop reinsprengen.
Aua. Okay, den haben wir. Schön, okay. Nice. Den auch. Okay. Komm schon. Nein, dein Ernst. Okay. Leute, ey. Ich, nee. Oh Gott, oh Gott. Das ist hier echt nicht mehr schön. Das ist echt, Alter. Ist das scheiß. Das ist eine scheiß Challenge. Hiervon brauche ich auch nichts. Das nehme ich mit. Und die Bombe nehme ich mit. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Devil Deal mit unserer 9%igen Chance. Das wäre echt schön. Und blauen Stein. Mit einer Bombe und einem blauen Herzchen. Okay, wir haben blaue Herzchen. Immerhin. Ist schon mal ganz nett und ich hoffe, wir kriegen keinen... Ah, ist okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh weg. Leute, wie weit schießt du denn? Aua, scheiße. Aber wir haben ein neues blaues Herzchen gedroppt durch Gimpy. Gimpy macht übrigens, dass wir blaue Herzchen droppen könnten. Möglicherweise. Wenn wir Schaden nehmen. Aua. Okay. Oh, ich hasse diese Magneten, ne? Au, Alter, schießt du weit. Was ist denn mit dir? Komm, stirb. Stirb, 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 stirb. Ja. Ball of Bandages, schwarzes Herzchen und wir bekommen sogar einen Devil Deal. Mit dem Book of Belial. Und einem 4-Shot. Davon nehme ich nichts mit. Obwohl doch, der 4-Shot könnte vielleicht uns helfen. Bisschen. Gott, oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott. Kampfraum. Nee, lohnt sich nicht. Nein, ich wollte so schnell wieder rausgehen. Scheiße, okay. Überschreibt das zufällig die Magnetic Tears? Magnetic Tears? Ich weiß es nicht. Wäre schön. Ich glaube schon, oder? Nee, ich glaube doch nicht. Komm. Werd besiegt. Danke. Pille, Full Health und wir nehmen die Left Hand mit. Denn dann haben wir die Chance auf Guppy Items. Da wir jetzt nur noch rote Kisten bekommen. Und da sind ja bekanntlicherweise Guppy-Items drin und blaue Herzchen und Pillen, die vielleicht super sind, meistens aber ja scheiße sind. Aber egal. Oh Gott. Lalalalalalalala. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter Vater. Okay. Auch ein netter Raum hier. Raum mache ich gerne. Oh Gott, ja, nice. Alter, wer spammt mich denn jetzt hier dicht? Gott. Warum spammen denn die Leute so übertrieben, Alter? Anstatt einfach eine Nachricht zu schreiben und dann zu warten, bis ich zurückschreibe. Oder alles, was sie schreiben, in eine Nachricht zu packen. Nein, es müssen 50.000 Nachrichten sein. Och, sowas nervt so übel, ne? Zack. Machen wir nochmal... Hier. Scheiße, das war... Doch, hat noch funktioniert, okay. Eine Cate Room. Okay. Wir müssen einfach die ganze Zeit die Tränen auf einem Fleck machen und dann warten, bis die ankommen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Rein hier. Wow. Ich will den Shop, auf jeden Fall. Zack. 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 Hier ist der Geheimraum, komm. Ja, nice. Sehr geil. Jetzt stirb. Danke. Wow, mit irgendwas, was wir... Okay, obwohl. Hier eine Bombe legen. Hier eine Bombe legen. Zwei Münzen, immerhin. Aua. Ein Schlüssel.
Noch ein Schlüssel. Ein blaues Herzchen. Und das Item. Nehme ich gerne mit. Immer wenn wir jetzt hier Gegner anleuchten, sind sie verlangsamt. Und das ist eigentlich gar nicht mal so bad. Denn dann können wir besser ausweichen. Wieso war sie nicht verlangsamt? Hä? Mann. Oh Gott. Obwohl, die Gegner sind eigentlich ganz geil mit unseren Tränen, würde ich mal meinen. Ja. Weil sie halt instant sterben, wenn wir die ganze Zeit diese Tränen offen lassen. Oder liegen lassen. Zack. Aber dieser hier, der verwirrt mich. Danke, jetzt hat er endlich mal Damage kassiert. Ich glaube, die Damage-Anzeige von dem ist ein bisschen verbuggt. Okay. Blinkies, nehme ich mit. Ein blaues Herzchen dazu. Und ich gucke jetzt mal kurz, wer mir geschrieben hat, wenn er mich nicht gespammt hat. So. Zack. Blaue Herzchen, ist okay. Blaue Herzchen nehme ich gerne. Blaue Herzchen sind immer schön. Na. Meine Lieblingsgegner. Meine Lieblingsgegner. Wie sehr liebe ich diese Gegner. Unglaublich ist das. Einfach nur warten, genau, bis Marms Hand runterkommt. Und die andere auch noch. Und die andere auch noch, oh lol. Okay, die Fettis hüpfen jetzt auch einfach in die Tränen rein, ne? Komm, einfach reinhüpfen. Okay, oh lol. Stimmt, ich habe ja einen Ball of Bandages, das heißt, ich könnte ein bisschen in den Nahkampf gehen. Okay. Hat sogar ganz gut funktioniert. Ah, da ist noch was. Aua, das war knapp. Ein Schlüssel. Habe ich gehört. Ich nehme ich mit. Sehr gerne sogar. Oh Gott, oh Gott. Eigentlich muss ich die auch im Nahkampf machen. Ich kann einfach jetzt alles im Nahkampf machen. Ja, dich auch. Aber am besten nicht getroffen werden. Nee. Nur kurz einmal aufgehoben haben. Und fliegen ist schon wichtiger. Besser, finde ich. Aua. Hier gehe ich trotzdem rein. Wir bekommen Pillen. Pretty Fly. Sehr geil. Speed Up. Oh. Hey, wir haben kein Speed Up bekommen. Hä? Okay. 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 Schön. Sag mir bloß, hier ist der Geheimraum. Natürlich, ich hätte mich reinspringen können in die Zacki-Zacki-Raum. Dein Ernst? Oh Gott, oh Gott. Raus! Nice, sehr gut. Ja, in dem Raum, da kann nichts sein, obwohl. Nee. Oh nee. Kann ich nicht im Nahkampf besiegen, diese Arschgegner. Huh. Oh Gott, die sollte ich vielleicht auch nicht im Nahkampf besiegen. Erstmal warten, genau. Aua. Stimmt, wir haben auch Tears ab. Durch Blinkies. Portal so besiegen, danke. Und die Gegner so. Okay. Wir sind ein Devil Deal, haben Guppies Paw. Das bringt uns aber nichts. Holy shit. Okay. Okay. Den haben wir auch. Super geil. Uiuiui, ey. So besiegen, danke. Das blaue Herz, den nehmen wir gleich mit. Ja. Ist schon ganz geil. Noch mehr Bomben, das ist auch nicht schlecht. Hier könnten blaue Herzchen sein. Na, schwarze Herzchen. Nein, aber eine Karte. The Fool nehmen wir lieber mit als Full Health. Wir haben eh keine roten Herzen. Das heißt, Full Health bringt uns eh nichts. Okay. Hier oben ist irgendwo der Boss. Sehr geil. Zack. Was haben wir hier? The Tower. Nee. Ich nehme lieber The Fool mit. Zack. Aua. Zack. 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 Okay. Dice Chart. Ich nehme den Dice Chart mit, dann können wir rerollen.
Dice Chart ist immer schön. Rerollen ist immer nett. Könnten wir vielleicht, wenn wir den Devil Deal bekommen, nochmal im Devil Deal rerollen. Oh, das wäre schön. Das wäre schnieke. Erklär mir mal, wie ich euch beide machen soll. Mit meinen Tränen. Heilige Scheiße. Okay. Erstaunlich gut geht das eigentlich hier. Mach mal so. Komm. Nice. Okay, dich haben wir. Oh Gott. Nice. Das nehmen wir mit. Und rerollen. Brauchen wir nicht. Toll. Schnapp ich mir noch schnell The Fool. Alter, ey. Hui. Wir sind jetzt in der Marm-Ebene. Ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr Leben. Das wäre recht nett, muss ich sagen. Doch. Wäre schön. So, hier. You're a wizard und Luck Up. Wow. Ich hab The Fool ein. Luck Up ist ganz okay. Ich muss sie im Nahkampf besiegen. Okay. Und ja. Oh, gut. Ohne getroffen zu werden sogar. Komm mal her. Au. So wollte ich nicht, dass sie zu mir kommt. Genau, schön stehen bleiben. Wovon wurde ich getroffen? Komm her, genau. Komm noch mal her. Bisschen Nahkampf. Komm her jetzt. Du musst sterben. Okay, den ersten haben wir. Eieiei, wie viele Gegner sind hier denn? Komm her. Komm mal hier, genau. Sprint mal auf mich zu. Okay, mach ich so. Nice. Schönes Damage. Okay, zack. Zack. Okay, was haben wir hier? Emperor. Wir könnten instant zu Marmor, aber wir haben kein Leben. Ich würde schon ganz gern Leben haben. Wäre nett. Muss ich sagen. Wäre schön. Okay, den haben wir. Oh Gott. Kommt der denn her, ey? Oh Gott. Okay. Komm, und hier werden gleich locker schwarze Herzchen drin sein. Komm schon. Hier drin. Nein, aber Two of Diamonds und Two of Spades. Wow. Hier nochmal. Nein, hier vielleicht. Nein. Komm schon. Nein, Schaden kassiert. Oh Gott. Da ist ein blaues Herzchen, immerhin, okay. Aber wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld! Was ist dein Ernst? Ich brauche eine Münze. Alter, fuck, sind die schnell. Trollbomben, dein Ernst? Okay. Oh Gott. Treubombe. So, hier. Noch mehr Portale gerade gehabt, okay. Weg. Okay, wir haben Geld. Wir können uns ein blaues Herz kaufen. Eins können wir uns holen. Eieieiei. Ich glaube, ich klappe auch die komplette Ebene ab. In der Hoffnung, dass ich irgendwie noch irgendwas finde. Wie zum Beispiel den Geheimraum hier.
Mit Super Greed, dein Ernst. Beziehungsweise mit Greed. Ist ja nur Greed. Und ich darf nicht getroffen werden. Danke. Haben wir noch ein bisschen Geld? Schön. Guck nochmal hier lang. Das ist gemein. Okay. Schlüssel? Wow. Ich brauche Herzen. Mensch. Zacki, zacki, Raum. Ich glaube, da gehe ich rein. Aber als letzten Raum gehe ich da rein. Damit ich dann Emperor einsetzen kann, um rauszukommen wieder. Geh weg. Blaues Herzchen. Okay. Wir haben das blaue Herzchen, was wir gerade verloren haben, wiederbekommen. Gucken wir nochmal, was die Karten und die Pille im Shop sind. Ich glaube, die Pille war Full Health, ne? Hangman. Health up. Das ist nett. Das nehme ich gerade sogar gerne mit. Können wir noch einmal mehr getroffen werden. Huh. Ah ne, wahrscheinlich war es eine Health Down Pille, die dadurch, dass wir kein Leben hatten, zu einer Health Up Pille geworden ist. Das macht Sinn. Alter, dass ich da nicht getroffen wurde, was? Okay. Hier ist der Boss. Okay, dann gehen wir jetzt in den Zacki-Zacki-Raum und machen danach Emperor. Ups. Vielleicht kommen wir auch in Devil Deal. Durch eine rote Kiste oder so. Und dann ist da irgendwie was wie The Pact drin, was uns nochmal zwei Herzen gibt. Glaube ich, ist das zwei blaue Herzen und Damage Up halt. Das wäre schön. Schön geil. Oder hier ist ein schwarzes Herzchen drin. Das ist auch okay. Und dieser Gegner ist ein Challenge-Gegner oder der König-Gegner oder so. Keine Ahnung, weil der die Krone halt über dem Kopf hatte. Und die ganze Zeit verwirrt. Und der hat ein paar Drops für uns, genau. Eine Full-Health-Pille und... ja, dann setzen wir Emperor ein, Leute. Wir sind beim Arm! Okay. Okay. Dürfen wir eigentlich packen mit dem... oh, der Ball of Bandages ist halt super. Der Ball of Bandages ist super. Der rettet uns gerade den Arsch hier. Ich glaube, ohne den Ball of Bandages wäre ich hier gerade ein bisschen... bisschen weg. Aber gut, Leute, wir haben die Challenge geschafft. Ja! Wow, und wir haben Death Touch. Dieses Item wollte ich haben, denn Sensen sind geil. Aber übel geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.